Mit diesem Bild gewann die kleine Emma, Turnerin bei Blau-Weiß-Hettstedt, jetzt 500 Euro für ihren Verein. Unter dem Motto »Mal für deinen Verein« hatten Radio Brocken und die ÖSA-Versicherungen Mädchen und Jungen in ganz Sachsen-Anhalt aufgerufen zu malen und Emma wurde mit ihrem Bild Tagessiegerin. Ja, also ich habe das Bild gemalt, weil ich am Turnen halt sehr viel Interesse habe und weil ich da halt schon von Anfang an da bin, seitdem ich 4, 3 bin. Ja, und ich finde halt, das Turnen macht sehr viel Spaß und deswegen habe ich gedacht, dass ich das Bild mal male. Was ist dein Lieblingsgerät? Also mein Lieblingsgerät ist der Boden, also Boden und Bodenturnen. Also so schön mit Musik und allem drum und dran. Genau. Ganz viele Übungen und Rad und sowas. Seid ihr Sportverein Blau-Weiß? Ja. Dann sind wir genau richtig. Wir sind schon nervöser. Ja, ihr heute, seht so blau heute, aus. Heute mit Weiß. Blau. Heute noch nicht blau. Schön, schön, schön. Matthias Rösch, ÖSA-Agenturleiter in Hettstedt, überbrachte den Scheck, unterstützt durch den Gebietsleiter der Versicherung Falk Lenke. Die ÖSA ist als regionaler öffentlicher Versicherer dem Gemeinwohl verpflichtet, sagte Herr Rösch. Wir freuen uns, den Vereinen in diesen ungewöhnlichen Corona-Zeiten mit einer kleinen Finanzspritze helfen zu können, ergänzte er. Auch Bürgermeister Dirk Fuhlert hatte es sich nicht nehmen lassen, vorbeizuschauen und freute sich mit den Sportlern. Er wollte von der Gewinnerin wissen, wie sie auf die Nachricht reagiert hat, dass sie Tagessiegerin wurde. Also ich habe mir auch gefreut, dass ich dann 500 Euro für meinen Verein kriege. Aber ich war halt auch schon, das war halt schon ein großer Moment. Das kann ich mir vorstellen. Doch dann war es soweit. Herr Rösch übergab Emma den Scheck. Dankeschön, Emma. Die Vereinsvorsitzende Gisela Pohl bedankte sich im Namen aller mit ein paar Blümchen, versprach aber noch eine weitere Überraschung für Emma, wenn das Training wieder starten kann. Denn auch wenn die Turnhalle jetzt wieder geöffnet ist, ist das im Moment noch nicht möglich. Beim Turnen ist es ja so, die Übungsleiter muss richtig daneben stehen, dann sind wir ja ein Haufen, sind über 50 Kinder. Und die Gruppen tun sich noch überschneiden beim Training. Das heißt, die erste Gruppe, wenn die noch da ist, dann fängt die zweite Gruppe dann schon an. Da ist eigentlich alles belegt. Und die Erwachsenen ja selber durften ja auch durch das Corona eben jetzt nicht. Und das geht hier drinnen eben einfach nicht. Auch jetzt auf der großen Fläche, wie jetzt, heißt es ja großartig, die Turnhalle ist offen. Mit 10 Kindern, ich brauche mit 10 nicht anfangen, wenn ich 15, 20 in der Gruppe habe. Und dann würden ja die anderen kommen. Das funktioniert überhaupt nicht. Und dann dürfen wir ja nur auch die Sportgeräte jetzt nicht verschieben. Wir machen zum Beispiel auf der großen Fläche ist dann Boden und Sprung. Das geht gar nicht, weil ja die Kinder dann wirklich eng zusammen sind. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ne, wir warten die Ferien ab, weil wir ja jetzt nicht machen. Wir könnten vielleicht jetzt draußen, das bringt auch nichts. Und wenn die Schule wieder anfängt, dann hoffe ich, dass das alles aufgehoben ist, dass wir mit den Kindern, mit allen wieder rein können, dass unser normaler Trainingsbetrieb wieder anfängt. Denn Wettkämpfe sind ja auch alles abgesagt. Wir wollen ja im November machen wir immer ein. Da müssen wir erst mal sehen, ob das überhaupt genehmigt wird von der Stadt. Das ist alles offen. Also wir müssen wirklich sehen, wie das funktioniert. Mit dem gewonnenen Geld soll in neue Sportgeräte und Vereinskleidung investiert werden.